Also Innospec ist eine angloamerikanische Unternehmensgruppe mit weltweit 1800 Mitarbeitern. Wir sind hier 110 in Leuna und Innospec ist spezialisiert auf die Herstellung von chemischen Additiven in verschiedenen Bereichen. Ein großer Bereich sind Kraftstoffadditive. Dafür produzieren wir hier in Leuna zum Beispiel ein Dieseladditiv. Neben den Dieseladditiven ist unsere Hauptproduktgruppe Polyethylen-Wachse. Polyethylen-Wachse gehen in unterschiedlichste Anwendungen. Druckfarben, Schmelzkleber, Bitumenanwendungen, ganz viele weitere Anwendungsfelder gibt es dazu. Und die Wachse haben immer einen Additivcharakter. Das heißt, sie verbessern die Funktionalität zum Beispiel von einem Schmelzkleber. Von unseren Produkten kann man von High Performance sprechen, weil die Anforderungen immer mehr und mehr werden. Wenn man zum Beispiel Fruchtbeschichtungen sieht, dass die länger haltbar gemacht werden mit Wachsüberzug und wir dafür im Prinzip wirklich die Produkte entwickeln, dass es stabiler bleibt. Sachsen-Anhalt und ganz besonders der Standort Leuna ist eigentlich ein hervorragender Standort für Chemieunternehmen. Also wenn Sie als Chemieunternehmen in der Mitte Europas produzieren wollen, dann ist man in Leuna bestens aufgehoben, weil wir eine Infrastruktur vorfinden mit ganz vielen Kooperationsmöglichkeiten und Dienstleistern, die dann eben den Service erbringen und uns damit auch eine Flexibilität erlauben. Im Rahmen der Produktentwicklung ist es natürlich unwahrscheinlich wichtig geworden, auch die Fragen der Nachhaltigkeit zu betrachten. Wir haben dafür verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist zum Beispiel, dass wir jetzt 100% auf Ökostrom umschalten werden. Ein zweiter Ansatz ist natürlich immer bei den Einsatzstoffen zu gucken. Unser Haupteinsatzstoff ist Ethylen, das ist letztlich Petrochemie, aber es gibt weitere Entwicklungen, zum Beispiel ein Bioethylen. Da sind wir mit unserem Rohstofflieferanten auch in engem Kontakt, um zu sehen, ab wann es möglich sein kann, dieses Bioethylen zum Einsatz zu bringen.